einschaltest, hier ist die Hilan von Squint für dich. Bei meinem zweiten Vlog hatte ich über Tom Ford berichtet, also ganz kurz eigentlich, wie sehr ich den mag. Und jetzt habe ich ein paar Mails bekommen, die fragen, warum denn Tom Ford? Habe ich jetzt gerade gedacht, na, das ist ja eine gute Verbindung zwischen dem zweiten Vlog und dem dritten Vlog von heute, dass ich gleich den Tom Ford jetzt mal euch näher vorstelle. Ich habe zwei Favoriten und für mich ist er einer der zwei größten. Das Beste und das Coolste ist, Tom Ford hat am gleichen Tag Geburtstag wie ich. Er hat auch am 27. August Geburtstag, nur ist er Jahrgang 61 und ich etwas später. Was hier noch in Klammer zu sagen ist, 50% von den Designern sind Jungfrau-Sternzeichen und der Rest 50 ist mit den anderen 11 Sternzeichen. Ist noch interessant, oder? Okay, zurück zu Tom Ford. Er ist ein Cowboy, er ist in Texas geboren. Im Teenage-Alter zog er dann nach New York. Er merkte ziemlich schnell, dass Texas ihm nicht wirklich passt. Brauchte mehr Leben, mehr Action, zog nach New York, fing mit der Schauspielerei an, modelte für Werbungen, für allerlei. Aber auch da merkte er, dass ihn das wie nicht reizt, es fühlte ihn nicht aus. Er schrieb sich ein im Parsons School of Design in New York. Das ist eines der berühmtesten Designschulen weltweit überhaupt. Nur gibt es hier einen kleinen Haken, er studierte nicht Fashion Design, sondern Architektur. Wenn man Parsons sagt, dann denkt man direkt an Fashion Design und nicht als erstes an Architektur. In der Studienzeit von Parsons lernte er das Clubleben kennen. Durch den Club 54 hatte er dann auch seine ersten Einflüsse in der Fashionbranche. Er hat das immer wieder seine Designs in seinen Kleidern wie auferstehen lassen. Und das ist das Club-Feeling, Disco-Fever, die Farben, das Leuchten, all das ließ er dann in seine Fashion einfließen. Nach seinem Studium bewarb er sich fast täglich, wirklich fast täglich, das erwähnte er auch selber in Interviews, bei Kathy Hardwick. Er wollte unbedingt mit ihr schaffen, er wollte unbedingt sein, sag ich mal, kleines Debüt für sich bei ihr erreichen. Er hat sich hartnäckig an ihr festgehalten und gesagt, nimm mich, nimm mich, nimm mich. Und ich finde das außerordentlich. Dass er so permanent jeden Tag sich bewerben ließ und anrief und sagte, hey Kathy Hardwick, du brauchst mich in dem Sinne. Das ist der erste Punkt, was mich extrem beeindruckt bei ihm. Er gibt einfach nicht auf. Und dann hat sie ihn schlussendlich mal zum Interview, zu einem Bewerbungsgespräch eingeladen. Im Bewerbungsgespräch fragte sie ihn dann, welche Designer seine Favoriten sind. Er meinte dann Armani und Chanel. Später, als sie ihn dann eingestellt hatte, schlussendlich, fragte sie ihn, wieso Armani und Chanel? Und seine Antwort war sehr, sehr clever. Er meinte dann, weil sie beim Bewerbungsgespräch ein Armani-Kleid anhatte und da musst du ja jemanden einstellen. Das sagte dann auch Kathy Hardwick. Kathy Hardwick wusste damals nicht, gleich am Anfang, dass sie kein Fashion-Design-Studium hat. Sie hat nur Parsons gesehen und er musste sich durch die Zeit bei Kathy Hardwick richtig durchschlingeln, weil er wusste ja nicht, was Cut ist, er wusste nicht, was Boxplate ist, keine Ahnung von Nähen und immer wieder aufpassen, dass seine Tarnung nicht auffliegt. Ich finde das einfach Hammer. Da habe ich jedes Mal ein Grinsen. Ich selber würde mir sowas gar nicht trauen. Den Mut hätte ich nicht. Ich hätte es gerne. Ich würde gerne mal was überspielen können. Das ist echt eine Kunst. Vielleicht hat er das dann auch vom Schauspielunterricht. Ich finde es genial. 1988 fing er bei Perry Hills an zu arbeiten. Der Perry Hills ist der Präsident von Marc Jacobs. Aber ziemlich schnell merkte er dann, dass ihm Amerika als Fashion Designer nicht ausreichen würde. Er wollte sich weiterentwickeln und in Amerika hatte er das Gefühl, dass er wie stehen blieb. Er wusste, dass er nach Europa kommen muss, um ein besserer Fashion Designer zu werden. Durch Gucci wurde Tom Ford dann zu dem, was er heute ist. 1990 hatte Gucci ziemlich Probleme mit den Finanzen. Gucci ging es richtig schlecht als Label und sie war eigentlich kurz davor, verkauft zu werden und gesplittet zu werden. Gutes Beispiel mit Fashion Splitting ist Pierre Cardin.
guck mal die Geschichte an und dann wisst ihr, was ich meine mit Splitting. Tom Ford fing da 1990 an, musste einen Vertrag unterschreiben, dass er hinter den Kulissen blieb. Don Mello sagte damals, dass niemand träumen würde, Gucci anzuziehen. Tom Ford wollte die ganze Situation ändern und er gab alles. Er wollte allen zeigen, dass man das doch tragen kann. Tom Ford wurde als Chief Director of Women's Ready-to-Wear, kann ich es aussprechen, eingestellt. 1990 zog er dann mit seinem Langzeitfreund Richard Buckley nach Mailand. Richard Buckley ist ein Journalist im Fashion-Business und zwar damals war er der Head of Vogue Home. Home, nicht Home, Home. Vogue Man. Innerhalb von 6 Monaten übernahm Tom Ford Männer Ready-to-Wear, die Werbung, Fragrances, also die Düfte und das ganze Visual Merchandising. 1993, also 3 Jahre später, hatte er schon 11 Produkte unter sich. Mit Produkten meine ich eben Visual Merchandising, Düfte, Menswear, Werbung. Und jetzt kannst du dir vorstellen, was es da alles noch gibt. Also 11 Produkte. Was aber auch bekannt ist in der Fashion-Welt, dass er auch von Anfang an Probleme mit Maurizio Gucci hatte. Maurizio Gucci war rund und braun und Tom Ford war eckig und schwarz. 50% der Firma gehörte damals noch Maurizio Gucci, also hatte er ziemlich viel zu sagen. Und die Differenzen zwischen Maurizio Gucci und Tom Ford wurden immer größer. Wenn du dich mit dem Boss nicht verstehst, es gibt ja nichts Schlimmeres zum Arbeiten. Trotz aller Erfolge in den 3 Jahren, die er erzielte, durfte und konnte er nicht ins Scheinwerferlicht kommen durch den Vertrag, den er mit Gucci gemacht hatte. 1994 wurde er schlussendlich, yay, der Creative Director von Gucci. Er brachte dann einen hellsten Style durch, Velvet Shorts, Hipsters sagt man dem, Skinny, Satin, Blusen, Hosen, alles eben das Bam. Und dann Disco-Fee, Metallic Boots und das ist ja heute noch in, man trägt heute noch goldene Schuhe, heute noch silbrige Schuhe. Aber damals war das Schock pur, 94, das ist jetzt 12 Jahre her. Zum Beispiel hier Goldiger. 1995 war der große Durchbruch. Er startete seine neue Kampagne. Was so typisch Tom Ford ist, viel Haar, viel Körper, viel Nacktheit. 1995 bis 1999 erhöhte sich der Gewinn bei Gucci um 90%. Stell dir das mal vor, 90% Gewinnerhöhung. Lass dir das mal auf der Zunge zergehen. 4 Milliarden US-Dollar. Das hat er mit einer Firma geschafft, die nahe dem Konkurs gewesen ist. Hut ab, er war nicht nur Art Director, er verstand was von Architektur, Advertising, PR, Visual Merchandising, Fragrances, er war überall. Zähl mir noch einen auf, der so viel Ahnung von jeder Abteilung hat, deswegen feiere ich den so. In den gleichen Jahren akquisierte Yves Saint Laurent. Auch bei Yves Saint Laurent flößte er dann seinen Charakter, sein Wesen ein. Saint Laurent waren sie vorher ziemlich beste Freunde, Kumpels, zogen durch die Welt miteinander. Je erfolgreicher Yves Saint Laurent durch Tom Ford wurde, war der Neid immer größer. Das zitiere ich jetzt aus einem Gespräch bei einem Anwalt. Yves Saint Laurent und sein Mann terrorisierten ihn mit der Zeit. Also da war so viel Neid und so viele Machtspiele dahinter, dass das für Tom Ford eines seiner schlechtesten Zeiten wurde. Zurück zu Gucci. 2004 hat er dann Gucci verlassen. In der Zeit hatte Gucci einen Marktwert von 10 Milliarden US-Dollar. 2004 wollte er sich eigentlich pensionieren lassen, weil er war so erschöpft von dieser Zeit. Als er sich dann pensionieren ließ, fiel er in ein größeres Loch, weil da war von in einer Woche Mailand, London, New York, immer wieder diese Dreiecke, dann noch Paris und Jet-Setterei. War dann plötzlich nichts. Von so viel Arbeit zu gar nichts hinterlässt sogar bei einem Tom Ford Spuren. Und er fiel in eine ziemlich tiefe Depression. Auch er hat Makel, auch er hat Fehler und
mit gleichen Sachen zu kämpfen wie jetzt wir. 2006 gründete er dann sein eigenes Label. Halleluja, finally, Tom Ford. Zusammen mit Domenico De Sole, kann sein, dass ich es falsch ausspreche, tut mir leid. Jetzt konnte er einfach sein ganzes Ich einflößen lassen. Jetzt konnte er wieder sich selber darstellen, sein Wesen präsentieren, durch die Kleiderwerbung, durch alles, was er macht. Geilsten finde ich, wie er die Frauenkollektionen darstellen möchte. Er möchte eine starke Frau darstellen. In jedem Alter, in jedem Körper. 2008 hatte er seine erste Store-Opening in Europa. Das war am 26. Juni in Mailand. Warum Mailand? Er kam nach Mailand, als er zum ersten Mal nach Europa kam, durch Gucci. Auch ich war im Juni 26, 2008 in Mailand. Damals mit meinem Chef Murat Sütter. Er ist einfach der zweite Art Director, den ich nach Tom Ford so anhimmle. In der Türkei ist eine Riesennummer. Und wir waren eben für 4 Tage in Mailand. Es war ganz, ganz cool. Wir gingen jeden Mittag bei Armani Café essen, jeden Abend bei Bulgari Hotel. Und an dem Tag, wir saßen länger, ich wurde schon ein bisschen müde, aber Murat Sütter sagte noch, na, ein Kaffee noch, ich mag jetzt nicht zurückgehen und so, es ist doch heute wunderschön hier. Als wir dann aufgestanden sind, bei den Treppen bei Bulgari Hotel waren, kam ein Auto zugefahren, ein schwarzer Bentley war es. Dann stieg Tom Ford persönlich aus dem Auto aus. Ich meine, stell dir mich vor, als ich den sah, wusste ich nicht, wie mir geschah. Ich meine, oh mein Gott, das ist, wenn du einen Superstar hast und du hast den plötzlich 2 Meter vor dir, dann wird es dir auch schlecht gehen oder du weißt einfach nicht, was machen. Und ich stand da und ich kann mich nur noch erinnern, mit Murat Sütter mir den Rücken stärkte, weil er hat gemerkt, dass es ich jetzt zittrige Knie hatte und fast ohnmächtig wurde. Du hast plötzlich den Größten vor dir. Du hast dein absolutes Idol vor dir. Er stand da, er guckte nicht uns eigentlich, mich guckte er gar nicht an, aber egal, er guckte dann Murat Sütter an, aber mir wurde so speiübel, mir wurde so schlecht und Murat Sütter hatte mir nur zugeflüstert, Hilal, bleib cool, er schaut dich daher gar nicht an. Ich musste dann, als Tom Ford an uns vorbeilief und uns zunickte, wir dann die Treppen runtergingen, musste ich mich an Murat Sütter festhalten, weil ich konnte die Treppen sonst mit meinen 12-Punkt-High-Heels nicht runter. Hier möchte ich nochmals eine Klammer hinzufügen. Tom Ford hat die schönsten, die coolsten Herrenanzüge. Ziemlich oldschool, mit dem Kragen, nicht das schmale, sondern breite Kragen. Paillierter Schnitt, die Kragen zeigen immer nach oben. Die Lappen, Kragenlappen zeigen immer nach oben und das ist ein Zeichen von Peak, von Höhe, von Stärke. Und das möchte er mit seinen Anzügen ja auch darstellen. Paul Respecter hat die Tom Ford Anzüge an, hat die Tom Ford Krawatten an. Die sind auch alle oldschool, die sind nicht schmal, sondern breit geschnitten. Ich liebe es. Ich würde gerne mal meinem Schatz so einen Anzug kaufen. Women's Wear ist meistens sogar ein bisschen, sagt er selber, das ist nicht von mir, schlampig. Aber er sagt auch, um schlampig, cool und sexy zu sein, braucht es eben auch Mut. Und seine Schlampigkeit ist jetzt wirklich nicht so schlampig, wie wir es kennen. Aber er hat immer so einen Touch davon. Und auch ich, wo ja nicht total die Richtung geht, finde es einfach geil. Ich finde es persönlich auch cool, dass er sagen kann, dass er wie zwischen 2 Welten hin und her gerissen ist. Einerseits weiß er durch den ganzen Erfolg, wo er hatte, dass Geld und Ruhm nichts ist. Eben deswegen hatte er auch wahrscheinlich die Depressionen, weil auch mit Geld und Ruhm hast du Neider, hast du Leute, die dir den Haken stellen und dich fallen sehen möchten. Dass die eigentlichen Werte Liebe ist,
das hört sich jetzt kitschig an, aber es ist ja so, dass Freundschaften sind, dass du einen Partner hast, dass du Eltern hast, die dich lieben, die dich fördern, die dich so akzeptieren, wie du bist. Und dann aber wiederum mit deinem Label das Materielle förderst, das Materielle zeigst und sagst, hey, kauf dir das, dir ein Gefühl von Mehrwert gibt, dann kaufst du es. Die Zusammenfassung von heute ist eigentlich, ich wollte euch jetzt mit diesem Video eigentlich zeigen, wieso ich den Mann so cool finde. Ich wäre gern wie er. Ich wäre gern noch ein bisschen mutiger. Ich wäre gern noch ein bisschen eckiger und nicht so rund. Weißt was, ich muss dir nicht gefallen. Gefalle ich dir nicht, guck weg. Und das schaffe ich nicht immer so. Mir geht nicht alles am Arsch vorbei. Er spielt nicht ein perfektes Leben vor. Er sagt auch, ich bin nicht perfekt, kein Mensch ist perfekt. Ja, deswegen himmle ich ihn an. Und er ist ja ein schöner Mann. Tschüss.